Hi ho, da seid ihr ja wieder, meine Freunde. Wir machen weiter mit Metroid. Oder mit. Oh, geh doch mal hoch, Mensch. Ja, das ist immer so eine ganz assige Stelle. Okay. Ups. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Es waren 255, ja? Also 255 ist Maximum an Missiles, die wir haben können. Und wir kriegen für jeden. In Klammern, Miniboss haben sie geschrieben. Für jeden Boss kriegen wir 75, ja, das war so eine ganz bekloppte Zahl, damit sie auf ihre 255 kommen, ja, oh, gib doch mal Ruhe, geht doch. In diesem Level gibt es nicht ganz so viele, ich glaube, die meisten haben wir jetzt schon gefunden, wir haben sowieso so gut wie alles schon, wir haben 174, das ist eigentlich schon fast Maximum. Natürlich den nächsten Endboss mit, nicht mit einberechnet. Dann komm mal her. Dich will ich noch töten. Ja. So, ich bin mal gespannt, Freunde, ob das jetzt schon der letzte oder der vorletzte sein wird. Also der vorletzte definitiv. Das könnte aber schon der letzte sein, weil viel kommt nicht mehr, Freunde. Für dieses Level meine ich jetzt. Wenn wir das Level geschafft haben. Ach, guck mal, wir haben es voll, glaube ich, schon, oder? 175 ist Maximum. Ja, okay. Nein, 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 nein. Ach, Drecksvieh, ey. Genau, und wir müssen darüber. Jetzt gibt es eine Sache. Ihr dürft nicht hier runtergehen. Wenn wir hier runtergehen, sind wir angearscht. Upsala, das darf mir natürlich nicht passieren. Wir müssen hier einfach runterspringen. Und keine Angst, das schaffen wir natürlich nicht. Wir müssen hier runterspringen und müssen uns fallen lassen. Wir kommen nicht rauf, aber... Ein Sprung reicht aus und wir kommen hier hoch. Hey, früher habe ich immer überlegt, wie soll ich denn hier rankommen? Aber es gibt nur diese Möglichkeit hier. Aber wenn man das nicht weiß, ja, wenn man die Karte nicht kennt, so wie die meisten, ja, wo sollst du denn das wissen? Du denkst, es geht hier nicht weiter. Naja. Ist halt so, wa? Boah. Also, es gibt jetzt hier noch einen Goodie. Oh Gott. Oh mein Gott. Ach, leck mich. Verdammt, oh, Glück gehabt. Scheiße, ich erkriege mich nicht mehr. So, da macht man einfach, lässt man sich fallen und läuft einfach ganz nach links. Und dann kommt man hier ran. Und hier ist diese Zähne mit den Steinen, die ich hasse. Ich noch stört's mich nicht. Noch muss ich mich darum nicht kümmern, aber danach. Okay. Jetzt brauchen wir keine Raketen mehr, wir sind full. Ups, jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Oh, verdammt, ich wollte das Vieh töten und... Okay, dafür wurde ich gleich bestraft. So, das war unser letzter Rocket-Tank. Also Rocket-Container. Missile-Container. Mann, ich komme nicht mehr drauf. Auf die ganz normalen Standardnamen, ey. Das war der letzte. Ja, doch, das war der letzte. Jetzt gehen wir nur noch runter. Und ihr ahnt es schon. Wir sind sehr, sehr nah am Endboss. Uah. Übrigens lag ich richtig, das eine Level, was ich immer überlegt habe, hieß, obwohl, wartet mal. War das Pornstar? Pornstar? Norfair ist... Mann, ich kann nicht springen! Brünster ist das Level, vor dem wir Ridley gekillt haben, und in das Level, wo Ridley wohnt, ist, heißt Norfair. Dann habe ich es doch ein bisschen falsch rum gesagt. Ja, man merkt, hier ist der Endboss. Es gibt hier tatsächlich noch die Möglichkeit, dass wir uns hier aufheilen. Aber das würde so lange dauern, das ist nicht so lächerlich hier. Das ist so eine Sache, wo ich denke, das haben sie doch schon irgendwie ein bisschen dumm gemacht, oder? Ich habe jetzt aber keine Lust, mich da aufzupumpen. Ich bin der Meinung, das schaffe ich schon. Und jetzt geht's los. Der Endboss heißt Crate. Taktik hier ist ganz einfach. Nicht ganz so einfach wie bei Ridley. Einfach in ihn reingehen. Das macht leider sehr viel Damage. Da wäre es vielleicht doch schon schlau gewesen. Nö, aber es geht.
Einfach in den Reihen gehen ganz viel und einfach die ganze Zeit Raketen spammen. Weil sonst diese Krallen einen wieder die ganze Zeit treffen. Und hier ist ganz fies. Also das finde ich total behämmert. Ist der Energietank versteckt. Aber was das soll, ganz ehrlich, da frage ich mich manchmal auch, wie kommen die denn da drauf? Darauf kommt doch keine Sau rein, theoretisch. Obwohl, es sieht schon ein bisschen merkwürdig aus, ja, aber trotzdem. Ja, und man kommt nicht von hier ran, ja. Wenn man hier rüber springt und man ganze Zeit gegen die Wand drückt, man kommt da nicht rauf, keine Chance. Man muss von hier oben runter sie fallen lassen und dann nach rechts die ganze Zeit drücken, das geht. Ja, noch so ein Ding. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben Ridley besiegt, wir haben Crate besiegt, wir haben alles getan, um an die künstliche Intelligenz ranzukommen. Damit haben wir schon mal den größten Teil geschafft. Jetzt müssen wir auf jeden Fall danach uns Rüstung, also wir uns aufrüsten, also Raketen und Leben voll machen, aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Okay, jetzt kommt die ätzendste Szene ever, Freunde. Das ist das, was ich meine. Ich hasse es, wirklich. Das verstehe ich einfach nicht. Wie sollen denn die Leute hier sonst wieder hochkommen? Sie kommen nur so hoch. Indem sie das hier machen die ganze Zeit. Das war ein Fehler, oder? Na, das kommt schon, spawn nach. Ja, und das war's. Falle ich wieder runter. Was soll denn das? Was denken die denn sich hier manchmal, ey? Oh, und das darfst du jetzt hier die ganze Zeit machen. Und das ist ja so lang, ihr habt es ja vorhin gesehen. Heißt auf Deutsch, wenn ihr das verkackt, fallt ihr von ganz oben wieder runter, außer ihr habt Glück. Man könnte ja hier denken, man könnte so Walljump machen, aber ist halt nicht der Fall, wa? Nein, nein, nein. Komm schon, spawn was nach. Oh Gott, schnell hier rauf. Wir haben noch ganz schön viel vor uns, Freunde. Ich hoffe nicht, dass ich hier ein Safe State dafür machen will. Das ist eigentlich noch so ein Ding, für was ich eigentlich ein Safe State nutzen wollte. Oh, jetzt muss ich beeilen. Oh Gott. Aber wenn man das gut timet, geht das. Aber trotzdem. Komm, Freunde. Lecken. Ihr wollt das bestimmt auch nicht sehen. Das sind so eine 10, da denke ich mir trotzdem, ganz ehrlich, das muss nicht sein, oder? Oh, scheiße. Wollte gerade schon springen. Genau in dem Moment, wo ich gerade runtergekickt wurde. Okay. Wieder zu spät gewartet. Oh, verdammt, da komme ich nicht mehr hoch. Und springen. Gut. Jetzt haben wir es geschafft, oder? Ja. Ja. Jetzt mochte ich den Safe State noch nicht mal. Also ihr merkt schon, ich brauche den Safe State eigentlich so gut wie gar nicht. Ich habe nur einmal wirklich genutzt, ja. Das war, wo ich, naja gut, man könnte zweimal sagen. Einmal, wo ich sozusagen in dieses Loch gefallen bin. Ja. Aber da habe ich den Safe State genutzt vom Part Anfang, ja. Und das war ja auch schon eine Bestrafung genug, rein theoretisch. Und einmal, und ich hätte es glaube ich auch so geschafft, das war an dieser Stelle mit diesem Abgrund, wo ich rüberjumpen musste. Der komischerweise mir gleich beim zweiten Mal gelungen ist. Oh, jetzt habe ich den Sprung verkackt. Das war's, Freunde. Jetzt müssten wir rein theoretisch Maximum an Raketen haben. Ein Energietank fehlt uns, wie gesagt, noch. Ich habe gesagt, da kommen wir nur mit den, da kommen wir nur mit den Eisbeben ran. Es ist so, wir brauchen den Eisbeam nochmal. Wir können leider diese Waffe nicht zum Ende benutzen. Also man könnte es vielleicht machen, aber das ist dumm. Ganz ehrlich, man braucht den Eisbeam. Ist Punkt, Fakt. Ihr werdet sehen, was ich meine, warum. Wie gesagt, unsere Aufgabe lautet, wir sollen die Weltraumpiraten hier vernichten von Cebes. Das ist ja ihre Basis hier. Also noch haben wir keinen gesehen. Das sollte auch hoffentlich so bleiben, so nach Motto. Aber nein, wir haben ja jetzt die ganzen Bosse gekillt. Da. Also Ridley ist ja auch ein Weltraumpirat. Ja, es ist so eine Art Anführer. Jetzt ist aber gerade noch Mother Rain der Anführer. Naja. Okay. Wow, ich runterspringe nochmal. Auf jeden Fall... Wie gesagt, Aufgabe, Basis eindringen
und die Weltraumpiraten vernichten. Und Mother Brain natürlich. Und das ist jetzt unsere Aufgabe. Jetzt darum werden wir uns kümmern. Aber erstmal wieder raus hier. Hoch geht's! Also, wir müssen nochmal zurück, müssen uns jetzt den Eisbeam besorgen. Schnappen wir uns noch den Energietank und dann geht's schon los. Dann gibt's Popo-Klatsche. Und da gruße ich mich jetzt wirklich vor. Ich bete ganz ehrlich, dass ich das beim ersten Mal schaffe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht. Das eine Mal, wo ich das wieder seit einer Weile wieder gespielt habe und das dann gemacht habe, hat es komischerweise gleich beim ersten Anlauf funktioniert. Total einfach. Ich dachte mir, was habe ich denn immer da so eine Probleme gehabt? Ist doch total simpel. Dann habe ich beim zweiten Mal irgendwann nochmal durchgespielt. Bumm. War es wieder so scheiße wie sonst früher immer. Und dann wieder den anderen Mal auch. Ich weiß nicht. Also ich muss sagen, der Endboss hat es echt faustdick hinter den Ohren. Ist halt so. Ach Mensch. Toll. Man kann hier nicht so viele Blöcke entfernen. So, wir müssen jetzt wie gesagt erstmal nach rechts wieder. Ist auch so ein bisschen Zeitvergeudung mit dem Eisbeam jetzt wiederholen und so eine Scheiße. Na egal. Aber wir müssen ja sowieso, eigentlich ist es Quatsch, weil wir müssen eh unsere Raketen wieder voll tanken. Ich hoffe, ich habe wirklich alle Raketen gefunden. Oh, da oben ist es. 229. Aber ich glaube schon. Ich glaube, ich habe nichts verpasst. Ah, verdammt. Ach, Mann. Nein. Oh. Na toll, hat eh nichts gedroppt. Okay, rüber hier. Oh, ach, Mann. Verdammt. Okay. Hoch. Also wir holen uns den Eisbeam an der Stelle, wo wir ihn schon das erste Mal bekommen haben. Das ist eher der schnellste Weg. Man kann auch dieses... Gibt ja noch diese andere Stelle, wo man den Eisbeam bekommen kann, aber das ist Blödsinn. Warum? Ist da viel weiter weg. Der spawnt halt immer wieder da, die Waffe, weil man eben halt ihn... Weil die Entwickler sich schon gedacht haben, also so wissen, dass wir den für ein Ende brauchen. Nicht für Mother Brain selber. Da zählt nur rohe Explosionskraft. Aber egal. Ich will es nicht verraten, ihr werdet es sehen. Wieso kriege ich jetzt keine Raketen mehr hier? So ein Scheiß. Na ja, gut. Ein bisschen Rummi-Eier hier. Aber ich sehe schon auf der Clock, dass es definitiv nicht der letzte Part ist, sondern der vorletzte. Es passt, glaube ich, definitiv besser, dass wir das im nächsten Part zu Ende machen. Hier werden wir uns jetzt nur noch den Eisbeam holen. Und dann machen wir uns in der nächsten Part auf jeden Fall auf den Weg zu Mother Brain. Und vernichten die Weltraumpiraten. Und dann ist damit das Spiel auch beendet, das Let's Play für Metroid 1. Übrigens, ganz wichtig, Freunde, bevor ich hier noch irgendwie den Part beende, ich hoffe, dass ihr noch die zuguckt bis jetzt. Hier, falls ihr das aus Versehen zu früh macht und ihr hier runterspringt, ihr könnt euch auch runterspringen, das ist aber eine Falle. Und ich kann euch sagen, wenn ihr das am Anfang macht, das erste Mal, könnt ihr schon so gut wie vergessen, da kommt ihr so gut wie lebend nicht mehr raus. Ihr kriegt da ziemlich dick Damage, also da müsst ihr schon ziemlich gut alles timen, um wieder hochzukommen. Aber ihr fresst trotzdem viel zu viel Damage. Okay, Freunde, ich will aber noch den Eisbeam holen. Der Part hat ein bisschen länger. War das jetzt so? Oh, oh, verdammt. Das ist, wie das gleich wieder so langsam läuft.
Energie brauche ich nicht. Ach Mann, bin noch so weit entfernt von 255. Oder? Kackviecher hier. Ah, das wäre auch doof gewesen, wenn da oben jetzt Raketen gelandet wären. Hätte ich dann ein Problem gehabt. Oh, jetzt nein, Freunde, verabschiedet euch von unserem geliebten Wavebeam. Downgraded. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Beim Finale. Ciao! Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.